Das Leben. Eine Illusion, ein Schatten, eine Vorstellung. Und die größte Tat ist klein. Alles Leben ist ein Traum und die Träume selbst. Ah, und Träume sind Träume. Liebes, das machst du wirklich toll. Ich liebe Theater. Hey, sieh mal. Ein Casting für Katzen, männlich und weiblich. Das ist meine große Chance. Naja, eine Katze zu spielen ist nicht einfach. Du weißt schon, was du tun musst. Ja, ich werde alles geben. Miau. Und was machen weibliche Katzen? Sie schleichen sich an und bewegen sich sehr elegant. Sie sind geduldig und besonders... Oh, meine Hundegefühle sind mit mir durchgegangen. Ich muss lernen, meine Gefühle unter Kontrolle zu halten, wenn ich die Hauptrolle bekommen will. Ich muss mich noch besser konzentrieren. Oh, ich glaube, ich muss noch mehr proben. Wie spät ist es? Was riecht denn hier so? Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sei VIP-Pets. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets. Wie riecht das? Das war hervorragend. Hat aber komisch gerochen, nicht wahr? Vielleicht haben sie das Rezept geändert? Nein, es riecht schon den ganzen Tag komisch. Ihr merkt das nicht. Aber wir Katzen haben einen sehr feinen Geruchssinn. Ja, ja, natürlich. Mit diesem Geruch kann ich mich nicht auf meine Rolle konzentrieren. Hi, Onkel. Oh, ihr riecht komisch. Die Rohre sind verstopft. Es ist unmöglich, sie wieder freizukriegen. Egal, wie viele Male ich den Knüppel ansetze. Aber Onkel, man wirft keine Haare in den Abfluss. Keine Sorge, Fabia. Ich repariere das im Handumdrehen. Es stinkt furchtbar. Wir müssen unbedingt herausfinden, wo dieser schreckliche Geruch herkommt. Aber wie? Überlass das mir. Ich werde den Fall mit meinen katzenartigen Fähigkeiten lösen. Hier liegt ein Hamburger. Diese Menschen sind so schlampig. Haben sie denn die Mülleimer nicht gesehen? Vielleicht kommt der Geruch ja von dem Hamburger. Nein, der ist nicht schlecht, sondern richtig gut. Was denn? Ich hatte Hunger. Hey, die Spange, die du da trägst. Hier ist eine weitere Spur. Komm schon. Dieses viele Laufen hat mich ganz müde gemacht. Es kommt von hier. Nein, Mädels, mir ist nur etwas rausgerutscht. Ja, du bist das. Was? Es ist Vogelkaka. Ist es das, was ich fühle und rieche? Ich meine, miau. Miau. Ich kann nicht mehr. Ich versuche das schon den ganzen Tag. Aber zusammen sind wir stärker. Was ist das, Onkel? Das müssen die Haare sein, die ich immer runterspüle. Was? Du wirfst die Haare jeden Tag hier rein? Aber Onkel, man wirft keine Haare in die Toilette. Und außerdem verschwendest du so einen Haufen Wasser. Sieh, was du getan hast. Aber es geht doch jetzt wieder. Oh, tragisches Schicksal. Miau. Es hat versucht, miau, mich auszutricksen. Chiara, du hast jetzt lange genug die traurige Katze gespielt. Hol Tiefluft. Atme ein und aus. Ich habe eine Idee. Meine Katzenkarriere ist vorüber. Ich wurde meinem Schicksal überlassen. Ohne. Es riecht nicht mehr schlecht. Ich muss zu einem Casting gehen und so kann ich da nicht hin. Oh. Und was, wenn wir zu Fabio gehen? Ja. Hier riecht es auch schlecht. Hi, Chiara. Unsere Rohre sind verstopft. Chiara, was ist mit deinem Haar passiert? Ich hatte es gerade frisiert. Ach, Fabio.
Fabio, ich habe ein Casting für die Rolle der Katze in einem großen Film, aber ein Vogel hat mir auf den Kopf gemacht. Und dann haben die VIP-Pets versucht, mir zu helfen und jetzt bin ich ganz nass. Ah, ich hab's. Eine ganz besondere Frisur, mit der du beim Casting sicher herausstechen wirst. Oh. Du spielst die Katze wirklich gut. Und einen Haarreif mit Katzenohren. Fashion Cat Style. Vielen lieben Dank. Gern geschehen, Chiara. Und ein paar Sprühstöße Katzenpuffer. Damit du dich in die Rolle einfühlen kannst. Super Miau! Auf zum Casting! Sie sind so cool! Hä? Nicht schon wieder! In den Mülleimer damit, Onkel! Ich hoffe, Sie wählen mich aus, denn dank euch bin ich wirklich gut vorbereitet! Du schaffst das, Chiara! Du bist die Beste! Ja, keine Sorge! Nächster Hund im Casting für die Hauptkatze, Chiara! Du musst einen Vogel fangen! Entschuldige, mein Freund. Habe ich dir wehgetan? Sehr gut, Chiara. Du hast die Rolle. Ja! Du hast es geschafft. Das hast du toll gemacht. Danke, Freunde. I love VIP Pets. Habt ihr schon mein allerneuestes Video gesehen? Es war ein voller Erfolg. Seht ihr? Herz, Herz, Stern, Herz, Herz. Du hast so viele Follower, dass du den Glitzerpony-Trend zurückbringen könntest. Na klar. Ich bin Gigi Influencerin, die bekannteste im ganzen Internet. Autsch. Vielleicht sollte ich meine Meinung zu Glitzerponys abgeben. Ich könnte es wieder zum absoluten Frisurentrend werden lassen. Ciao, Gigi-Freunde. Was? Anscheinend ist dir der Ruhm zu Kopf gestiegen. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sei VIP-Pets. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets. Da ist Gigi. Ja, mein Post über den exklusiven Glitzerpony ist der super Trend. Eine Nachricht von meinen Freundinnen. Ich antworte später. Ein Influencer zu sein, ist wirklich harte Arbeit. Ruff. Und damit, liebe Follower, ist die Frisur bereits fertig. Ich habe dieses Tutorial so oft gesehen, aber ich kriege diese Frisur einfach nicht hin. Ich bekomme nur einen gewöhnlichen Look hin. Das ist das Ende meiner Karriere. Onkel, warum machen wir es nicht zusammen? Nein, das ist eine persönliche Herausforderung für mich. Ich glaube, wir sollten etwas tun, damit mein Onkel sein Selbstvertrauen zurückbekommt. Lady Gigi hat nicht auf unsere Nachrichten geantwortet und außerdem ist sie nicht zum Yoga gekommen. Ich habe sie heute Morgen an der Promenade gesehen. Ihre Fans sind ihr gefolgt und haben Fotos gemacht. Mädels, bitte konzentriert euch. Und jetzt die Lotusposition. In den letzten Minuten hat sie zu allem ihre Meinung abgegeben. Das ist anstrengend. Lady Gigi ist hier. Lady Gigi. Es ist unmöglich, so einen Yogakurs zu unterrichten. Du bist gekommen. Wir haben uns schon so auf dich gefreut, aber da du nicht auf unsere Nachrichten geantwortet hast, dachten wir, du hättest die Stunde vergessen. Stimmt's, Nila? Ich war so damit beschäftigt, meinen Fans zu antworten. Und da ich die Lehrerin dieses Kurses bin, sage ich keine Telefone. Gut. Also, wo war ich? Oh, der Lotus. Na los, Mädels. Nur eine Nachricht. Sie wird schon nicht. Lady Gigi! Komm schon, Nila. Keine Sorge. Ich weiß, aber ich hätte mich während des Yogakurses nicht so aufregen sollen. Was, wenn unsere Freundschaft dadurch für immer zerbricht? Nila, das würde doch niemals passieren. Wir sind die VIP-Pets. Ich bin ein sehr guter Friseur. Oder nicht? Ich bin gut. Oder nicht? Oder nicht? Vergiss das mal, Onkel. Denk daran, wer hat die umgedrehten Wellen erfunden?
du. Und wer hat den coolsten Haarsalon in ganz Glam City? Du. Du und nochmals du. Ja, ich kann das schaffen. Ich gebe nicht auf, bis ich es perfekt mache. Onkel, ich helfe dir, wenn du willst. Nein, danke, liebe Nichte. Legen wir los. Na los, Chiara, komm mit mir. Okay, ich war ein bisschen egoistisch, aber ihr könnt mich einfach nicht verstehen. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Ohne meine Freunde wird das langsam ein bisschen langweilig. Tausende Herzchen, Eiscreme, mehr von dir, Kackerhaufen. Ich würde so gerne Yoga mit meinen Freundinnen machen. Ich liebe alles, was sie sagt. Sie hat einfach immer recht. Und ich war so sauer beim Yoga. Sie fehlt mir. Lady Gigi! Ein kleines bisschen hier. Und das war's. Fabios Undone-Look. Wenn man vom Motorrad steigt, wird das Desaster gar nicht auffallen. Versuchen wir's. Sorry, Fabio. Ich muss sagen, deine exklusive Frisur hat einfach überhaupt nichts Exklusives. Onkel? Onkel, ist alles okay? Du hast recht, Chiara. Es ist eine schreckliche Frisur. Weißt du was, Fabia? Vielleicht braucht man für den exklusiven Event-Look doch vier Hände, um ihn richtig zu stylen. Würdest du mir helfen, Fabia? Du bist der beste Onkel der Welt. Ich vermisse meine Freundinnen so sehr. Sie sind einfach großartig. Und sie haben nicht aufgehört, Spaß zu haben. Und ich bin so hart zu ihnen gewesen. Ein Influencer zu sein, macht gar keinen Sinn, wenn man sein Leben gar nicht mit seinen Liebsten teilen kann. Ich muss unbedingt mit ihnen reden. Also Mädels, ich möchte euch etwas sagen. Es tut mir wirklich leid. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass ich euch nicht zugehört habe und zu spät zu Nilas Unterricht gekommen bin. Mir tut es auch leid, Lady Gigi. Ich hätte nicht so böse mit dir sprechen sollen. Es ist okay. Du fehlst uns. Ich liebe euch, Mädels. Wir vermissen dich auch. Ja. Denkt ihr auch, was ich denke? Ja, Freunde. Es hat mir so gefehlt, mit euch Yoga zu machen. Mir hast du so gefehlt. Das ist ein wirklich exklusives Event. Wer von euch will unseren exklusiven Look ausprobieren? Lady Gigi. Ja, Lady Gigi. Wir haben die beste Vierhandfrisur in ganz Glam City. Mach die Musik an, Gwen. Der exklusive Event-Style. Unglaublich! Ruff, ruff. Willst du nicht deine Nachrichten checken? Auf keinen Fall! Ich genieße die Zeit mit meinen Freunden und in diesem Moment gibt es nichts, was wichtiger wäre. Oh. Also, es sieht so aus, als hätten auch deine Fans diese Lektion gelernt. Was für coole Frisuren! Ich werde sie als Inspiration benutzen für meine neuen Bilder. Lässt du dich inspirieren oder machst du sie einfach nach? Das ist Fabio! Die Frisuren sind besser als die von Fabio. Alexia, das habe ich gehört. Was gibt's, Fabio? Fabio macht ihre Abschlussprüfung und ich möchte ihr etwas Besonderes schenken. Aber mir fällt einfach nichts ein. Vielleicht ein paar Socken? Oder eine Fahrradhupe oder vielleicht ein Hühnerkostüm? Nein, Fabio, keines von diesen Dingen. Es muss etwas sein, das eine Bedeutung hat. So wie deine Schere. Meine Schere? Aber die habe ich schon, seitdem ich in dieser wundervollen Welt des Haarstylings angefangen habe. Aber es ist Fabias Abschlussprüfung. Es muss ein wundervolles Geschenk sein. Ich muss mir etwas anderes ausdenken. Ich muss los. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Aber das Hühnerkostüm ist im Angebot. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sei VIP-Pets. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten.
Abschlussfeier. Mädels, wir sollten uns auch ein super Geschenk für Fabia überlegen. Ja, tolle Idee. Uff. Ein Kuchen, natürlich. Oder ein Wasserfarbkasten, den braucht man immer. Und ein neues Handy. Merkt ihr nicht, dass alles, was ihr aufzählt, für euch selbst ist? Das Geschenk ist für Fabia. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn sie euch einen Look machen würde, der ihr zwar gut steht, aber euch nicht? Du hast recht. Gerade fällt mir ein, dass ich heute Nachmittag mit Fabia verabredet bin, damit sie ihren Look an mir ausprobieren kann. Ich habe eine Idee. Eine von uns könnte Gwen heute Nachmittag begleiten. Während sie die Haare frisiert bekommt, versucht die andere rauszufinden, was Fabia am liebsten mag. Und wer soll sie begleiten? Lasst uns auslosen und sehen, wer gewinnt. Nein, wer verliert? Stopp! Gwen und Lady Gigi, los! Und warum Lady Gigi? Weil, sie hat Sternspangen und sie ist schön und ich weiß auch nicht. Los! Hi, Taylor. Und was machen wir jetzt? Wir. Wir müssen unbedingt 100.000 Haarreifen finden bis heute Abend. Super. Legen wir los, Leute. Operation Geschenk. Ja, der Graduation Style. Okay, dann versieren wir mal. Wo habe ich es hingetan? Ey, was ist los, Fabia? Nichts, Gwen. Es ist nur... Na, sag schon. Komm schon. Wir sind doch Freunde. Ich muss meine Abschlussrede noch vorbereiten. Weißt du, ich will es gut machen, aber mir bleibt kaum noch Zeit. Und was genau willst du sagen? Ich möchte etwas Inspirierendes sagen. Etwas über die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Ah, das klingt toll, Fabia. Etwas Magisches. Graduation Style. Oh, wow. Ich liebe es. Wunderschön. Und super trendy. Glitzer oder nicht, du siehst toll aus. Wunderbar, aber wissen wir, was Fabia braucht? Alles, was sie braucht, ist Zeit. Sie ist völlig überfordert. Ja. Eine Sonnenbrille, eine Süßigkeitenkette, einen Stift, der nur nachts schreibt. Fabius und Fabias Haarsalon, hier ist Chiara. Hi, Chiara, ich muss mit dir reden. Willst du einen neuen Look ausprobieren? Nein, 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 ich muss mit dir persönlich sprechen. Oh, okay, gut, dann sehen wir uns später. Uff. Sehr komisch, was sie mir wohl sagen möchte. Mädels, Fabio wartet im Haarsalon auf uns, um Fabias Überraschung vorzubereiten. Und wir haben immer noch kein Geschenk. Wir müssen etwas finden, das Fabia für ihre Abschlussprüfung gebrauchen könnte. Bequeme Schuhe? Nein, nein, ein schicker Hut. Nein, kommt schon, ein paar Jeans. Ein cooles T-Shirt, aber nichts, was aussieht, als würde man es zu Hause anziehen. Mädels, was habe ich euch gesagt? Denkt daran, dass etwas freie Zeit das ist, was ihr am meisten braucht, um ihre Rede vorbereiten zu können. Ja, du hast recht, Gwen. Wir haben uns mitreißen lassen. Oh, und was ist mit dieser süßen kleinen Tasche? Ich habe noch so viel zu tun, dass ich nie dazu kommen werde, die Rede zu schreiben. Und ich bin so müde. Oh, da sind noch mehr Haare. Operation Abschlussfeier. Neuer Look. Freunde. Überraschung. Liebe Nichte. Was? Du hast so hart gearbeitet. Und ich glaube, es ist an der Zeit. Hier, ich schenke dir die Schere, mit der ich meine Karriere begonnen habe, okay? Deine Schere. Für mich. Danke, Onkel. Das ist das beste Geschenk der Welt. Und jetzt bereite deine Rede vor. Wir machen in der Zwischenzeit den Haarsalon sauber. Deshalb sind wir hergekommen. Natürlich. Na los, du hast viel zu tun. Danke, Mädels. Auf geht's. Perfekt! Dann kümmern wir uns um das Einzige, was noch fehlt. Ein toller Look.
Graduation Style. Ich habe es geschafft, durch harte Arbeit, ja. Aber besonders durch die Hilfe der Freunde, die mich lieben. Danke, wirklich. Ohne euch und eure Hilfe wäre es unmöglich gewesen, das zu schaffen. Wir haben es geschafft. Hier sind die 1000 Herrreife. Und zwar in allen Farben. Sonst noch etwas? Und jetzt das Konfetti. Oh, für mich? Oh, ich liebe es. Ich danke euch allen. Ihr seid die Besten. Hip, hip, hurra! Hurra! I love the IP Pets. Das glaube ich dir nicht. Wir werden uns ganz bald sehen. Wirklich? Bist du in Glam City? Ja, wir sind gestern angekommen. Du hast mir so gefehlt, mein Freund. Sollen wir wieder ins Kino gehen, wie immer? Du bringst die Getränke mit und ich das Popcorn und Kekse und Snacks. Übertreiben wir es nicht, sonst essen wir wieder zu viel. Ich? Los, Taylor! Wow, stilvoll! Ich filme dich in Zeitlupe. Hey, seht mal, wer da kommt. Du siehst ja glücklich aus. Haben Sie bei dir ein neues Shampoo benutzt? Besser. Mein bester Freund ist zu Besuch. Wir verbringen ein paar wundervolle Tage. Ah, toll. Können wir ihn kennenlernen? Entschuldigt, jetzt nicht. Ich muss noch ein paar Sachen kaufen. Fürs Kino. Können wir mitkommen? Mal sehen. Juliet. Premium-Hundeknochen, Barbecue. Können wir mitkommen? Hühnchenkekse. Ja, eine gute Wahl. Juliet ist im Shopping-Modus. Hm? Ah, und Popcorn. Das hätte ich fast vergessen. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sei VIP-Pets. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets. Süßes Haar-Accessoire. Mama mia, so viel Kram. Warum hebt denn Onkel das alles auf? Keine Ahnung, aber ausnahmsweise bin ich mal froh, dass er nicht alles weggeworfen hat. Sieh dir das an. Ich werde etwas Tolles für den Wissenschaftskurs erfinden. Hilfst du mir dabei? Ja. Was macht ihr Mädchen denn da? Ihr macht mir Angst. ich hab's wohl übertrieben. Oh, was ist das denn? Popcorn, Süßigkeiten, die müssen einen Fehler gemacht haben. Ist nichts davon, Juliet, okay? Ich bin gleich zurück. Ich muss mich beeilen, bevor mein Frauchen zurückkommt. In dem Tempo werde ich das niemals schaffen. Ja, los geht's. Au! Oh nein, so kann ich doch nicht gehen. 193, 194, 195, 196. Weiter so, Taylor. Du wirst den Rekord brechen. Juliets Freund kann das ganz sicher. Mädels. Au. Helft mir, bitte. Es hat nur noch ein Sprung gefehlt. Was ist passiert, Juliet? Ich kriege sie nicht mehr raus. Warum fragst du dann nicht deinen besten Freund? Warum seid ihr denn böse auf mich? Weil du nicht wolltest, dass wir mit ins Kino kommen und deinen Freund kennenlernen. Ich wollte einfach gerne alleine mit ihm sein, weil wir nur heute Nachmittag Zeit miteinander verbringen können. Das ist in Ordnung, aber wir würden ihn zumindest gerne kennenlernen. Okay, das machen wir. Aber er ist mir das loszuwerden. Gut, abgemacht. Autsch, Vorsicht. Die mit Bacon sind sehr klebrig. Entschuldigung. Das ist einfach unmöglich. Wartet, ich habe eine Idee. Das hierhin und das dorthin. Okay, Kiara, das war's. Welch perfekte Balance und tolle Farbharmonie. DJ Dance wird diese Farbe ganz sicher gefallen. Ich werde meinen super Lockenstab ausprobieren und mal sehen. Entschuldige, Onkel. Viel zu stark, stimmt's? Keine Sorge. Glücklicherweise habe ich gute Reflexe. Kiara! Die Farbe steht dir gar nicht mal so schlecht. Er wird das ganz sicher auch nicht rausbekommen. Natürlich wird er das. Atme tief durch. Du musst positiv denken. Fabia und Fabio finden doch immer eine Lösung. Er weiß bestimmt, was zu tun ist.
Unmöglich. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Lass mich mal. Ich habe die Einstellungen bearbeitet und mit voller Kraft schmelze ich es bestimmt. Ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist. Das ist mir egal. Legen wir los. Autsch! Ah! Wie sehe ich aus? Der Lolli sieht fast noch hübscher aus als vorher. Er sieht aus wie ein Juwel. Ein Juwel? Juliet, ich glaube, es gibt keine andere Lösung. Wir müssen ihn rausschneiden. Rausschneiden? Nein, auf keinen Fall. Dann laufe ich lieber mit dem Lolli rum. Hä? Der Lolli? Ich habe eine Idee. Vertrau mir. Candy Style. Und voila! Oh, ich liebe es. Es sieht so aus, als wäre es absichtlich so gemacht. Nicht so wie meine Haarfarbe. Okay, komm schon. Darum kümmere ich mich jetzt. Ich bin inspiriert. Oh nein, mein Freund ist schon hier. Ich muss gehen. Tschüss. Tschüss, Juliet. Ich will deinen Freund sehen. Ja! Wie aufregend. Ich bin sicher, er ist toll. Ich kann's kaum erwarten. Freunde, bitte, seid ruhig. Keine Sorge, Juliet. Wir werden so ruhig sein wie ein ausgestöpselter Föhn. Ruhe, VIP-Pets. Wo ist mein Freund hingegangen? Hi, Juliet. Endlich treffen wir uns. Wir sind deine Fans. Wir lieben dein Profil. Würdest du gerne mit uns ins Kino gehen? Ja, das ist eine großartige Idee. Bitte komm. Ich würde ja gerne, aber ich bin mit meinem besten Freund verabredet. Juliet, bist du das? Hilf mir heraus, bitte. Sie haben mir das angezogen und ich kriege es nicht aus. Ich sehe überhaupt nichts. Wow. Wart ihr das? Wir haben auf Instadoc gesehen, dass du ins Kino gehst und... Aber ihr könnt meinem Freund doch nicht einfach einen riesigen Popcorn-Eimer aufsetzen. Sowas tut man nicht. Juliet? Ich hab's euch doch gesagt. Entschuldige, es tut uns wirklich leid. Gut, Mädels, lasst uns etwas ausmachen. Auf diese Weise kann ich euch alles über meine Modegeheimnisse erzählen. Einverstanden? Super! Ja! Wir finden die Idee auch toll, aber ich glaube, da braucht jemand Hilfe. Hallo? Ist da irgendjemand? I love VIP Pets! Guten Morgen, liebe Welt. Zeit, mir die Beine ein wenig mit Yoga zu dehnen. Namaste. Mit diesen Haaren kann ich doch nicht zum Yoga gehen. Sieh dir meine Haare an. Bitte kämmen sie mir. Oh, hallo, meine hübsche Nila. Es ist ihr nicht mal aufgefallen. Oh, Nila, ich kann jetzt nicht spielen. Ich muss los. Hier, ein Leckerli. Bis später. Hi, Nila. Wie geht's dir? Zerzaust. Ich seh's. Es sieht aus, als hättest du ein Vogelnest auf dem Kopf. Mein Frauchen kämmt mich einfach nicht. Du musst noch beharrlicher sein. Noch mehr? Ja, gib nicht auf. Endlich zu Hause. Gute Nacht, Nila. Ich gehe schlafen. Also mit diesen Haaren werde ich meine Yoga-Gruppe morgen nicht unterrichten können. Freunde, ich bin in Schwierigkeiten. Das sehen wir, Nila. Morgen bringen wir das in Ordnung. Ich schicke dir eine Playlist mit entspannender Musik. Danke. Wir sehen uns morgen früh an der Promenade. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Fans, VIP-Fans, Freunde sei. VIP-Fans, immer zusammen. Wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Fans. Was für ein Knoten. Das ist unmöglich. In diesem Chaos werde ich den Föhn, nachdem mein Onkel gefragt hat, niemals finden. Jetzt verstehe ich, warum er nicht selbst gesucht hat. So ein Chaos.
Hi Mädels, wie läuft's? Es ist unmöglich, den roten Föhn zu finden, nachdem du mich gefragt hast. Keine Sorge, der war schon sehr alt. Schon fast 2 Jahre alt. Ich werde direkt einen neuen kaufen und du kannst das alles hier wegwerfen. Tschüss. Es wegwerfen? Hilfst du mir beim Suchen, Kiara? Kiara? Okay, fangen wir mit diesem Kabel an. Es ist bestimmt gar nicht so schlimm. Natürlich, kurz durchgehen und fertig. Okay, okay, aber nicht lachen. Hört auf! Alle werden mich anstarren. Aber Nila, was ist dir denn passiert? Darf ich es anfassen? Anfassen? Bist du verrückt? Oh nein, nein, nein. Hört endlich auf! Ich dachte, ihr seid hier, um mir zu helfen, nicht um mich auszulachen. Entschuldigung, Nila, aber das, was du da hast, ist wirklich ein... Ein richtiger Knoten. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann gehe ich jetzt. Warte, warte! Keine Sorge, das kriegen wir sicher mit einer natürlichen Avocado-Haku in den Griff. Bist du dir da ganz sicher? Aber klar! Das schlitzt nicht nur dein Haarenknoten, du wirst auch glänzen wie ein Popstarhündchen. Sie sagt, es wird nicht nur dein Haarenknoten, du wirst auch glänzen wie ein Popstarhündchen. Bereit? Jetzt musst du eine halbe Stunde warten. Nein, später nein, wirst du mir danken. Ich halte das nicht mehr aus. Das bringt doch gar nichts. Nehmt das von meinem Kopf. Das ist ein kleines bisschen eklig. Ich klebe fest. Ich klebe fest. Ich... wie gruselig. Glaubt ihr, ich sehe immer noch hübsch aus, wenn ich mir den Kopf rasiere? Es muss eine andere Lösung geben. Ich weiß. Ein kleiner Rüsten schafft so ziemlich alles. Langsam. Vorsichtig. Vorsichtig. Autsch. Autsch. Au. Der Trick ist, sich gut zu konzentrieren. Ich meine, du darfst dich nicht ablenken lassen oder die Geduld verlieren. Ich bin schon so gut wie fertig. Endlich! Der neue Föhn, auf den ich gewartet habe. Stärker als ein Düsenjet. Das ist zu viel. Fertig. Tatsächlich war mein roter Föhn hier. Vielleicht hätte ich gar keinen neuen kaufen müssen. Und nochmal entwirren. Sieh mal, Nila. Wir haben die Knoten nachgemacht. Uns fehlt die Avocado. Und die Zitrone. Schnell, mit so einem unfertigen Look dürfen sie uns nicht sehen. Mädels, ihr seid fantastische Fans. Aber macht meine Frisur nicht nach. Das war einfach eine falsche Haarkur. Wir dachten, das wäre dein neuer Special Look. Du siehst toll aus. Ihr steht einfach alles. Aber Nila hat recht. Oh, Luna. Wir werden jetzt sicher einmal gründlich von unseren Frauchen durchgekämmt. So, das war's jetzt. Lebe wohl, du schöne Mähne. Nach so vielen Jahren ist der Moment gekommen. Bist du dir sicher, dass du den Conditioner nicht erst einwirken lassen willst? Nein, Juliet. Keine Sorge. Ich bin sicher, sie brauchen eine neue glatzköpfige Lehrerin in Lie City. Keine Widerrede. Warte, Nila. Lass uns zu Fabio gehen. Er hat neulich gesagt, dass er ein neues Entwirrungsshampoo hat. Gehen wir, Nila. Das wird deine Laune aufbessern. Was ist das? Was ist passiert, Nila? Wir müssen dieses Chaos entwirren. Und was machst du jetzt? Diese Kabel entwirren. Hilfst du mir dabei? Natürlich. Ich mache dir einen Yoga-Lehrer-Meditations-Look. Als erstes ein natürlicher Entwirrer, um die Knoten zu entfernen. Das ist das neueste Haarprodukt. Yoga Style. Fertig. Alle Knoten sind jetzt entfernt. Nila, du siehst wirklich wunderschön aus. Ich wollte mich entschuldigen, dass ich vorhin die Geduld verloren habe. Ich weiß, ihr wolltet mir nur helfen. Und weil diese Frisur perfekt für Hündchen-Yoga ist, bekommt ihr jetzt eine Unterrichtsstunde zur Entspannung. Was für eine tolle Idee. Yeah. Juhu. I love VIP Pets. Wo ist Alexia?
Der Flohmarkt hat bereits vor einer Stunde geöffnet. Wenn wir zu spät kommen, kriegen wir die tolle Kette, die wir gesehen haben, nicht. Hi, warum die Eile? Dieser Flohmarkt ist doch nicht einmal cool. Und außerdem arbeitet mein Freund auf einem viel besseren. Oh, was soll denn diese Beschwerde? Ich habe einfach keine Lust zu gehen. Und Punkt. Alexia, wir warten jetzt seit einer halben Stunde. Das kannst du nicht machen. Jetzt übertreib nicht. Entschuldigt mich. Und jetzt gehst du auch noch in den Haarsalon? Wir wollten zum Flohmarkt gehen. Was ist denn los mit ihr? Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Fans, VIP-Fans, Freunde sei ein VIP-Fans. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Hey. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Fans. Keine Beschwerden mehr. Bin ich jetzt endlich dran? Ganz ruhig. Jeder kommt dran, wenn er dran ist. Wirklich, hier wartet man jeden Tag länger. Was? Warum sagst du sowas? Weil ihr ewig braucht, um ein Haar zu stylen. Das stimmt nicht. Wir sind immer sehr schnell. Also ich finde, ihr braucht ewig. Mir ist langweilig. Tut mir leid, Alexia. Aber ich glaube, es ist Zeit für meine Superlotion. Keine Beschwerden. Was hast du mir da ans Haar gemacht? Es riecht furchtbar. Was war das? Die Lotion. Ab jetzt wird jedes Mal, wenn du dich beschwerst, dieses Piepen ertönen. Das kannst du nicht machen! Alexia, hör auf damit! Wisst ihr was? Ich beschwere mich nicht! Ich gehe! Ich halte nicht mehr auf! Das ist die coolste Halskette. Ja, aber wir konnten nur eine kaufen. Wir haben doch gesagt, wir teilen sie. Stimmt's? Das stimmt. Wir müssen auslosen. Jemand anders sollte sie zuerst tragen. Mich stört es nicht, wenn ich die Letzte bin. Mhm. Gut. Mal sehen. Gwen, bitte leg die Kette ab und lass uns auslosen. Hä? Wo ist sie? Ist okay, Mädels. Ich nehme an, sie bringt sie morgen mit. Nächster Morgen. Juhu! Hallo, Mädels. Bist du bereit auszulosen? Wer bekommt die Kette heute? Ein Moment. Ich wollte mit euch über die Kette reden. Ich sollte sie behalten. Was? Ich brauche sie dringender als ihr. Für meine Konzerte. Sie macht meinen Look perfekt. Wir finden eine andere, die euch gefällt. Das ist nicht fair. Diese Kette sollte für alle sein. Du Egoistin. Ich will sie nicht. Juliet, du auch? Gwen, bitte, gib mir die Kette. Und ich gebe sie euch der Reihe nach. Wenn ich noch eine Beschwerde höre, meine supergeheime Lotion piept für euch alle. Nein, nein, nein. Oh nein, nicht das Piepen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Naja, nicht wirklich. Wir waren auf dem Flohmarkt und es war nur noch eine Kette übrig. Was für ein Drama! Also, ich habe gerade wirklich Probleme. Jedes Mal, wenn ich mich über etwas beschwere, ertönt ein schreckliches Piepen. Bitte helft mir, das ist furchtbar. Mädels, ich weiß, wie wir Alexias Problem lösen können. Lasst uns an den Strand gehen, ich erkläre euch alles. Mädels? Fabia? Fabio? Anscheinend ist niemand hier. Die Kette. Cool. Also Mädels, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Lasst uns Alexia dabei helfen, sich nicht mehr so viel zu beschweren. Gut, ich habe nämlich schon richtig Spliss von dem ganzen Stress. Damit Alexia wieder positiver denkt und sich weniger beschwert, müssen wir sie an die Dinge erinnern, die sie mag. Schon, lasst uns nachdenken. Mal sehen. Anstatt sich zu ärgern, dass sie im Salon warten muss, bis sie dran ist, könnte sie sich auf das tolle Ergebnis freuen. Das ist eine tolle Idee. Das ist toll. Aber wir brauchen noch mehr Ideen. Lasst uns Alexia anrufen. Hallo Alexia, ich schicke dir ein paar Bilder von Dingen, die du magst. Die kannst du dir angucken, anstatt dich ständig über alles zu beschweren. Nachricht. Gemälde und Buntstifte. Ich liebe es. Wie schön. Ich piepse überhaupt nicht mehr. Danke, Mädels. Also, Alexias Problem ist hiermit gelöst. Und wer bekommt heute die Kette? Was ist denn los? Die Kette ist verschwunden. Jemand hat sie genommen. Er muss den geheimen Eingang benutzt haben. Es gibt nur eine Verdächtige.
Alexia hat die Kette genommen, nachdem wir ihr geholfen haben. Was? Nichts, gar nichts. Wie konnte sie sich so sehr verändern? Was stimmt nicht mit Alexia? Was ist das? Hi Mädels, ich hoffe, die Ketten gefallen euch. Erinnert ihr euch daran, dass ein Freund von mir auf dem Flohmarkt arbeitet? Tja, ich habe ihm die Kette gegeben und er hat für jede von uns eine in unseren Lieblingsfarben gemacht. Für die besten Freundinnen. Und wenn es euch nicht stört, gibt es noch eine Sache für mich zu tun. Creative Style. Illusion ist rausgewaschen. Kann ich dir vertrauen? Hörst du ab sofort auf, dich zu beschweren? Ja, klar. Sich zu beschweren ist nämlich überhaupt nicht cool. Und nur eine Kette zu haben, war auch überhaupt nicht cool. Oh nein! Das Piepen! Seid ihr sicher, dass cool keine Beschwerde ist? Natürlich ist das keine Beschwerde. Ich habe euch nur aufgezogen. Guten Morgen, Welt! Heute ist ein großartiger Tag! Wir Pipettes, guten Morgen! Seid ihr bereit für das Musikfestival? Wir werden tanzen! Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren! Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer! Gwen. Seht ihr? Ich habe alle Bands unterstrichen, die ich gerne auf dem Festival sehen würde. Und diese hier will ich zuerst sehen. Dogs Farm. Ach, ich bevorzuge Musik mit guten Vibes. Kennt ihr Mokio? Ich würde gerne wohin, wo wir tanzen können. DJ Dance ist die Beste. Richtig cool. Wir werden so coole Bands sehen. Ihr werdet sehen, das absolut coolste ist jetzt Trap. Wie auch immer, ich muss auf jeden Fall DJ Dance sehen. Oh. Gehst du zu dem Festival? Oh. Ich mag keine Menschenmengen. Also, ich liebe Festivals. Als ich jung war, also jünger, war ich auf jedem Festival. Au! Das ist lange her. Das war quasi in einer anderen Galaxie. Früher war ich Friseur für die größten Künstler. Wirklich? Sicher. Ich war der Schöpfer von toupiertem Haar. Und auf einmal hat es jeder kopiert. Ja, klar. Und das Glätteisen hast du auch erfunden. Genau. Und das verwendet jetzt jeder. Welche berühmten Stars hast du gestylt? Viele, viele. Ich zeig dir irgendwann mal ein paar Fotos. Ich glaube wirklich nicht, dass Trap-Musik so cool ist. Also mir gefällt's nicht. Das Wichtigste ist, dass wir zusammengehen, oder? Wir sind die VIP-Pets. Also kein Drama. Uff. Und wen werden wir als Letztes sehen? DJ Dance. Lass uns tanzen. Ich sehe überhaupt nichts. Sie sind zu viele Menschen. Nicht. Also ich sehe viele Beine. Ich hätte zum Trap-Konzert gehen sollen. Wenn man da nichts sieht, kann man zumindest tanzen. Warum holen wir uns nicht etwas zu essen? Nein, besser wir finden einen guten Platz für das nächste Konzert. Warte, wir haben noch Zeit, bevor es beginnt. Und ich muss noch was essen, um Energie fürs Konzert zu haben. Und ich möchte ein Foto von meinem Essen im Internet teilen. Man sieht nur Beine auf den Bildern, die du gemacht hast. Und wir werden überhaupt nichts sehen. Wir werden ebenfalls keinen Blick erhaschen, wenn wir zu hungrig sind und ohnmächtig werden. Schrei nicht, du machst mich fertig. Lasst uns tief durchatmen. Wir wirken gestresst und das löst unser Problem auch nicht. Ich bin raus. Ich bin so hungrig. Okay, Mädels.
Da wir jetzt gegessen haben und Wasser aus dem Brunnen trinken konnten, können wir zurück zum Konzert? Ich werde shoppen gehen. Oder zu Fabio. Wollen wir zu Fabio gehen? Wir können doch später noch zu Fabio gehen. Heute ist ein besonderer Tag. Ich würde gerne mitkommen, aber meine kleine Pfote tut weh. Ich gehe lieber in Central Pet. Ja! Gehen wir ins Kino! Oh nein! Ich sag dir, du wirst groß rauskommen. In dem Moment wusste ich nicht, dass die Leute noch Jahre darüber reden würden. Sie war also die Erste mit toupiertem Haar? Die Erste! Und du hast den Style erschaffen? Mhm. Ich liebe es. Erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr. Kennst du die Irokesenhaarschnitte? Jetzt wird er gleich sagen, dass er sie erschaffen hat. Nun, ich habe sie erschaffen. Vor einigen Jahren war ich in London und... Ich konnte nichts sehen. Es sind so viele Leute da. Oh, diese Konzerte haben mein Haar in eine Löwenmähne verwandelt. Fabio, ich brauche dich. Dann komm her. Ich werde gestylt. Aber warum machst du so ein Gesicht? Hast du deine Lieblings-DJ gesehen? Ihr Auftritt kommt noch. Sie ist die Letzte. War bisher was eine Katastrophe. Ich bin nicht in der Stimmung, sie jetzt zu sehen. Ich muss was tun, aber was? Ah, ich hab's. Ich werde dir einen Konzertlook verpassen. Den mache ich nur für ganz besondere Anlässe. Nennen wir ihn den einzigartigen Look, der deine Träume wahr werden lässt. F&F. Alles 100% natürlich. Und mit einer Geheimrezeptur. Wirklich? Ich sag's mal so, deine Lieblings-DJ widmet sich immer noch der Musik wegen dieses Looks. Das glaube ich nicht. Normal. DJ Dance? Das ist richtig. Onkel, du bist wirklich großartig, aber das glaubt dir niemand. Probieren wir es einfach aus. Ich glaube, dass ich diese Frisur noch nie so gut hinbekommen habe. Wow, ich fand den Film toll. Er war der Wahnsinn. Seht ihr das? Hä? Wuff. Cool. Hübsch. Du siehst super aus. Echt toll, dein Look. Wuff, wuff, wuff. Kommt, Mädels. Lasst uns zurück zu den Konzerten. Aber da sind so viele Menschen. Wir werden nichts sehen. Keine Sorge. Folgt mir einfach. Ihr werdet schon sehen. Sie sieht aus wie DJ Dance. Sie hat die gleiche Frisur. Sie ist ein Star. Seht ihr? Jeder macht uns Platz. Ja, die erste Reihe gehört uns. Warum erzählt ihr solche Geschichten? Und wo ist das Glätteisen? Oh. Ah. Wow, es stimmt also. Ich bin beeindruckt. Naja. Nicht alles. Eigentlich wurde DJ Dance nicht wegen meines Looks erfolgreich. Warum nicht? Sie hat es selbst geschafft. DJ Dance hat nur etwas Selbstvertrauen gebraucht. Genau wie Gwen. Erste Reihe! Wir haben es geschafft! Neues Haar macht Träume wahr! Wir sind die VIP-Pets! Ja! I love VIP-Pets! Hey, Mädels! Juliets Geschenk ist fast fertig. Ich zeig's euch mal. Wir sehen nichts, Alexia. Ist das nicht toll? Der Titel lautet Geburtstagsnacht in Glam City. Gefällt es euch? Ich liebe es. Ich habe auch ein Geschenk für Juliet. Ich habe einen Song komponiert. Aber ich finde keine Lösung für diese Zeile. Kennt ihr ein Wort, das sich auf Model reimt? Ich habe eine entspannende Yogastunde für Juliet vorbereitet. Oh, oh, oh. Aufgepasst! In einer Stunde findet eine Geburtstagsparty am Strand statt. Ich habe gerade die Einladungen verschickt und habe schon 40 Zusagen. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sei VIP-Pets. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets. Endlich! Die Torte ist angekommen. Die
Geburtstagsparty. Oh! Nils, bitte! Ah! Oh! Oh-oh! Alles Gute, Muriel. Muriel? Wer ist Muriel? Die Konditorei hat mir die falsche Torte geschickt. Das ist furchtbar. Oh, oh, oh. Wenn du es liest, während du den Kopf schüttelst, verwechselst du beinahe die Namen. Auch wenn dir dabei schwindlig wird. Aber ich kann meinen Geburtstag nicht ohne meine eigene Torte feiern. Ich kenne jemanden, der seinen Geburtstag nicht mit seiner eigenen Torte gefeiert hat und am Tag darauf hat er im Haarsalon aus Versehen blonde Strähnen gemacht bekommen und musste die dann 3 Monate ertragen. Das ist der Fluch der falschen Geburtstagstorte. Deine Torte ist bestimmt noch in der Konditorei. Wir nehmen den Haustiereingang und wir überprüfen alle Torten, ohne dass man uns bemerkt. Los! Ja! Ja! Wir drehen das links herum, wir drücken das nach rechts, 2-mal klopfen und... Wir sollten einen Profi holen. Meine Liebe, sowas... brauchen wir nicht, ich bin Profi. Onkel, ich denke nur, dass... Fertig! Jetzt probieren wir es aus. Chiara, bitte? Was, wenn wir es erst in etwas anderem ausprobieren? Ja, gute Idee. Dieses Handtuch ist noch ein bisschen feucht von Chiaras Haar. Fertig! 3 Sekunden und es ist trocken. Wer ist jetzt das Genie? Ich! Oh. Wer hätte gedacht, dass die Torte so schnell geliefert wird? Wir werden die Torte nie rechtzeitig finden. Tschüss, glänzendes Haar. Hallo, blonde Strähnen. Komm schon, es kann doch nicht so schwer sein. Wir müssen die Torte nur vor der Party finden. Wir haben doch noch Zeit. Das wird ein Desaster. Nein, wir finden sie. Wie viele Geburtstagspartys können denn heute zeitgleich in Glam City stattfinden? Doch nur ein paar. Wir müssen uns nur aufteilen und die Partys abklappern. Wir finden sie, ganz sicher. Wir sind doch die VIP-Pets. Das sind wir. Los, finden wir die Torte. Ich habe mehr als 30 Geburtstage in nur einer Straße gezählt. Ich habe einer Burial, Lurial und Juriel gratuliert. Sei nicht traurig, Juliet. Wir finden sicher eine Lösung. Ich glaube, ich habe die Lösung für unser Problem gefunden. Ich schicke euch den Standort. Ja! Au! Das ist der Plan. Wenn wir die verschwundene Torte nicht finden, ändern wir die, die wir haben. Wow, das ist eine tolle Idee. Ich habe alles hier, was wir dazu brauchen. Ich muss das reparieren, bevor mein Onkel zurückkommt. Es ist fantastisch. Oh, er kommt. Diese Technik heißt fabiohafte Wäsche. Onkel, dein Haar ist nass. Oh, das trocknet diese Maschine sofort. Lieber Onkel, ich denke... Gibt es was Besseres, als die eigene Reparatur an sich selbst zu testen? Ein kleiner Haartrockner und ein riesiger Hurricane für Fabios Haarsalon. Bitte, bitte funktioniere. Und? Toll, es hat funktioniert. Natürlich funktioniert es. Jetzt werde ich ein paar weitere kleine Reparaturen im Salon vornehmen. Ich bin der Beste, der Beste. Oh, das war knapp. Die Torte ist fertig. Sie sieht toll aus. Oh nein, die Party beginnt gleich und wir sind alle voller Tortencreme. Beeilung, wir gehen zum Haarsalon und die Torte muss von einem Spezialkurier geliefert werden. Geschafft. Ja, die VIP-Pets geben niemals auf. Komm schon, Juliet, geh rein. Mädels, ich schätze eure Bemühungen sehr. Aber Fabio wird uns unmöglich alles stylen können. Wir werden nicht gestylt, Juliet. Heute ist dein Geburtstag und alle Aufmerksamkeit wird auf dich gerichtet sein. Aber... Ja, ja, ja. Wir lieben uns alle sehr und sind die Besten, aber dafür haben wir jetzt absolut keine Zeit. Oh! Wow, toll! Fabio, ich brauche dich! Oh, absolut! Ha! Ha! Ha!
Style. Oh, was für ein toller Look. Hier ist die Torte. Oh nein. Die Torte hat die Lieferung nicht überstanden. Guckt euch die Torte und eure Gesichter an. Aber warum lachst du? Das ist schrecklich. Dein Geburtstag ist ruiniert. Was? Das war der tollste Geburtstag überhaupt. Ich habe den ganzen Tag mit meinen Freunden verbracht. Kommt, Mädels, amüsieren wir uns. Übrigens, Juliet, ich habe ein Bild für dich gemalt. Oh, und ich habe eine Yogastunde für dich arrangiert. Und ich habe dir ein Lied geschrieben. Okay, okay, Mädels, aber keine Tonnen mehr. I love VIP Pets. Auf zum Rekord. Was stimmt nicht mit ihr? Lass sie in Ruhe. Wow, seht mal, ein Skateboard-Wettbewerb. Und es gibt eine Kategorie für Hunde. Ich muss da mitmachen. Ich hole mein Skateboard und fange an zu trainieren. Yippa! Houston, wir haben ein Problem. Hm? Wer ist Houston? Ach, vergiss es. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Fans, VIP-Fans, Freunde sei VIP-Fans. Nicht aufzuhalten. Yeah. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP Pets. Das ist komisch. Warum ist Taylor nicht online? Ich glaube, wir werden Taylor die nächsten Tage nicht sehen. Warum? Sie trainiert sehr hart für den Wettbewerb. Ich habe gehört, der Weltrekord liegt bei 3,5 Loops. Und sie will 4 Loops machen. Das ist unmöglich. Aber es ist ihr Traum, nicht wahr? Also, sie strengt sich so sehr an. Deshalb müssen wir sie unterstützen. Yeah! Freundschaft ist das Allerwichtigste. Bruff, bruff. Diese ganzen Drehungen lassen ihr Haar wie Spaghetti aussehen. Hi, Kiara. Taylor trainiert den ganzen Tag lang. Sie ist echt motiviert. Ich hab doch gesagt, das ist die falsche Lieferung. Dieses Haarspray ist speziell für Sportlerhunde. Ich kann es nicht gebrauchen. Onkel, kauf es einfach. Das ist perfekt für Taylors Haar. Sie kann es benutzen, wenn sie ihre Tricks macht. Ups, einen Moment. Du meinst, ich sollte es behalten? Na klar, Onkel. Lass es uns ausprobieren. Bitte. Oh. Wow, nicht mal ein Tornado könnte dieses Haar durcheinander bringen. Ich kann nichts sehen. Hi, ich bin's, Gwen. Wir machen eine Chill-Out-Session bei mir. Bist du dabei? Tut mir leid, Mädels, ich bin nicht in Stimmung. Was ist los, Taylor? Ist es wegen des Wettbewerbs? Ich muss noch mehr trainieren. Mein Haar sieht furchtbar aus und ich kann so nicht weitermachen. Aber wenn ich jetzt aufhöre, kann ich den Wettbewerb nicht gewinnen. Ich will allein sein. Arme Taylor, wir müssen etwas tun. Wir müssen Fabia und Fabio anrufen, damit sie ihr Problem lösen können. So kann sie nicht antreten. F&F Haarsalon, hallo? Kiara, wir brauchen einen Termin und zwar dringend. Es geht um Taylor und um Leben und Tod. Ah, Fabio! Ich habe viel trainiert. Ich will die 4 Loops schaffen und den Preis gewinnen. Aber mit diesen Haaren kann ich überhaupt nichts sehen. Ich kann das neue Superspray benutzen. Mal sehen. Erst müssen wir dieses Durcheinander in Ordnung bringen. Style. Oh, der Wettbewerb fängt bald an. Du hast Glück, dass deine Freunde gerade rechtzeitig angerufen haben. Was ist los, Taylor? Gefällt's dir nicht? Da
Das ist es nicht, Fabio. Ich vermisse meine Freunde so sehr. Ich habe sie vernachlässigt, um zu trainieren. Wir Elite-Sportler sind sehr einsam. Oh. Wir müssen etwas tun. Mädels, wir haben Taylors Problem gerade gelöst. Jetzt liegt es an euch, sie bei dem Wettbewerb zu unterstützen. Diesmal hat Fabia recht. Los, VIP-Pets! Dieses Mal? Aber... Ladies und Gentlemen, und in der Kategorie Hunde, direkt aus Glam City, sehen Sie Taylor! Oh nein! Yeah. Wo sind meine Freunde? Okay, Freunde, lass uns das beenden. Denkt daran, Fotos mit Blitz sind nicht erlaubt. Auf vielfachen Wunsch geben wir Taylor eine zweite Chance. Taylor! Oh, ich bin so froh, dass ihr hier seid. Ihr habt mir gefehlt. Du hast so hart trainiert, Taylor. Das ist deine Chance. Aber beinahe hättest du mit deinem Blitz alles ruiniert, Lady Gigi. Das Wichtigste ist, dass Taylor für all die harte Arbeit und das Training belohnt wurde. Nein, das Wichtigste ist, dass ich gelernt habe, dass ich es niemals ohne meine Freunde geschafft hätte. Naja, aber diese Trophäe ist etwas Besonderes. Was sind denn das für Leckereien? Kann man die essen? Wow, die sind gut. Entschuldigt, Mädels, ich muss mal auf die Toilette. Vielen lieben Dank, Freunde. Ich werde nie wieder einen Wettbewerb über unsere Freundschaft stellen. Oh, wow, seht mal, ein Surfwettbewerb. Und es gibt sogar eine Hundekategorie. Da muss ich teilnehmen. Wir sehen uns, Freunde. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Was? Vergiss es. Ich liebe deine Bilder, Alexia. Aber es ist niemand hier. Ich bin echt genauso aus der Mode wie blonde Strähnen. Ich werde nie wieder malen. Wir müssen sie aufheitern. Ruff. Das ist kein guter Moment, um Fotos zu machen, Lady Gigi. Ihr werdet sehen, diese Ausstellung wird ein voller Erfolg. Ruff, ruff. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sein. VIP-Pets, immer zusammen. Wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets. Fast eine Künstlerin. Ich bin einfach keine gute Künstlerin. Au. Oh, mal sehen. Das ist großartig. Über 200 Likes für meine Ausstellung auf Instadog. Ich bin ein Star. Waren das zu viele Likes? Keine Sorge, wir wollten sie nur aufmuntern. Guck mal, sie schreibt. Danke, liebe Follower. Man sieht, ihr habt einen exzellenten Geschmack. Es scheint zu funktionieren. So könnt ihr euch noch mehr an meiner Kunst und meinen Bildern erfreuen. Oh nein! Was machen wir jetzt? Nichts, sie wird das einfach vergessen. Ihr werdet sehen. Wie entspannend. Klassische Musik nährt die Seele. Popmusik nährt den Körper. Guck, wie ich meine neue Frisur in Szene setze. Ist das nicht cool? Komm schon, Chiara, mach mit.
Viel besser. Ich habe Hunger. Stopp! Ihr blockiert meine Inspiration. Ich muss alles für die neue Ausstellung vorbereiten. Meine Pfote ist eingeschlafen. Ich bin fast fertig. Bleibt in der Pose. Nicht schon wieder. Niemand mag meine Bilder. Oh, ich hab versagt. Ich werde nie wieder malen. Oh. Und jetzt? Lass mich überlegen. Nein, nein, nein. Keine weiteren Ideen von dir. Oh, was ist das? Wow, was für ein schöner Pinsel. Oh, da steht etwas. Das beste Geschenk, das wir dir machen können. Ein Pinsel mit deinem Namen und einer besonderen Widmung. Von deinen Freunden, damit du niemals vergisst, dass deine Bilder unsere Welt bunt machen. Ich habe keine Farben mehr für niemanden. Oh nein, sie hat uns den Pinsel zurückgeschickt. Und jetzt? Oh, ich weiß es nicht, aber wir müssen uns beeilen. Alexia hat alle ihre Bilder bei von Pfote zu Pfote zum Verkauf angeboten. Das ist wirklich ernst. Das können wir nicht zulassen. Wartet, ich habe eine Idee. Ich werde versuchen, alle ihre Bilder zu kaufen. Bist du verrückt? Das ist doch furchtbar teuer. Ihr werdet sehen. Hallo Alexia, ich werde deine Sachen gerne kaufen. Lass uns treffen. Und jetzt gehen wir zu Fabio. Seht, das ist der Schlangentanz. Oh, toller Move. 10 Punkte. Und das ist ein Demi-Plié. Ich gebe dir eine höhere Punktzahl, weil du es wirklich versucht hast. Fabio, wir sind hier. Alle sind immer unpünktlich. Wo ist das Hündchen, mit dem ich verabredet bin? Oh. Hi, Alexia. Sieh dir das an. Ist das nicht inspirierend? Nein, ich werde nie, nie wieder malen. Au! Oh. Gerne malst, dann musst du es tun. Egal, was die Leute denken. Das stimmt. Du hast so recht. Aber ich habe nichts, womit ich malen kann. Dir fehlt der hier. Der beste Pinsel. Oh, von den besten Freunden der Welt. Und jetzt halt es still. Ich bin fertig. Aber du siehst nicht so toll aus. Keine Sorge, ich muss noch zu Fabio. Hi, Fabio. Ich brauche etwas Hilfe. Oh, das ist furchtbar. Komm her. Hi, du musst Alexia sein, die Künstlerin. Ja, und wer bist du? Mein Name ist Chiara und ich träume davon, Schauspielerin zu werden. Sie ist unser Hündchen. Wir probieren jeden Tag neue Looks an ihr aus. Aber jetzt bist du dran. Na los! Und jetzt das magische Highlight. Exhibition Style. Oh, du siehst so süß aus. Ich weiß, was wir mit deinen Bildern machen können. Wir sehen toll aus. Ich liebe es, Alexia. Die Ausstellung wird großartig. Die Leute können es nicht erwarten, reinzukommen. Das ist genial. Nur eins fehlt uns noch. Was? Die Musik. Das geht ab.
VIP-Pets! Seht mal, Mädels, mein Frauchen hat ein Glätteisen gekauft. Das muss ich sehen. Wie stellt man das ab? Zum Glück war die Batterie fast leer. Gwen, du bist die Beste. Denk daran, wir haben morgen unser erstes Spieltreffen. Lasst uns alle fabelhaft aussehen, okay? Ich habe gar nicht genug Emojis, um zu zeigen, wie aufgeregt ich bin, euch endlich alle kennenzulernen. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sei VIP-Pets. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets. Der VIP-Pets Club. Das ist der coolste Schleim. Nein, 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 nein. Was mache ich jetzt nur? Drama! Schon wieder zu spät. Guten Morgen, Onkel. Hier bin ich. Ah! Hi, Onkel Fabio. Entschuldigung. Ich bin gestolpert und... Keine Sorge. Das Wichtigste ist, dass du hier bist, um mir zu helfen. Du bist meine Lieblingsnichte. Ich bin eine einzige Nichte. Ach, wirklich? Jetzt komm ich! Woo! Cooler Sprung. Und ich bin die Erste. Hey. Hi, Taylor. Ich bin Gwen. Mir gefallen deine Haare. Oh, danke. Du bist echt nett, Gwen. Freunde, ich bin fast da. Ich konnte nur irgendwie kein WLAN finden. Vielleicht sollten wir dich statt Lady Gigi doch lieber Lady WLAN nennen. Hey. Hallo, ihr drei Schönheiten. Mein Frauchen hat diese Cupcakes verbrannt. Aber ich glaube, wir können sie trotzdem essen. Danke. Die sind wirklich gut. Ah, das freut mich. Endlich. Ich habe mich so darauf gefreut, euch alle kennenzulernen. Wir fügen gequirltes Rührei hinzu, gewöhnliches Spülmittel, zwei Scheiben Wurst. Laut diesem Rezept reinigt dieses hausgemachte Shampoo alles. Super Drama! Ich hab dich vorhin angerufen. Wow! Seht euch ihre Wellen an. Und ihre Strähnchen. Oh, wer ist bloß ihr Friseur? Ich muss dorthin. Sie ist von dort gekommen. Was? Es muss noch einen anderen Eingang geben. Kommt. Aber hier ist ja nichts. Außer Geschirr. Und lauter altmodischer Friseurzubehör. Hier gibt's überhaupt nichts zu sehen. Ist alles okay? Das ist großartig! Hä? Das müsst ihr ausprobieren! Juliette. Taylor. Alexia. Lady Gigi. Gwen. Hey! Hi! Das ist aber wirklich eine coole Kappe. Hi! Ja, die ist nicht schlecht. Aber deine Frisur gefällt mir besser. Die habe ich nicht selbst gemacht. Das war... Psst! Das ist ein Geheimnis. Also, unsere Frisuren hat ein Freund gemacht. Was für ein Freund? Ein ganz wundervoller... Ist das Beste, was mir je passiert ist. Du weißt gar nicht, wie talentiert unser Freund mit dem Kamm umgeht. Keiner ist so gut wie er. Sieh, was er aus uns gemacht hat. Aus uns? Ja, wir sind alle befreundet. Ich stelle euch vor, das sind Taylor, Juliet, Alexia, Lady Gigi und, naja, und ich. Ich bin Gwen. Hi, ich bin Nila. Was ist los? Ich habe einen kleinen Unfall mit meinen Haaren gehabt. Das ist doch gar nichts. Mein Haar ist heute Morgen fast von einem Glätteisen gefressen worden. Du bist so hübsch, du brauchst dein Haar gar nicht zu frisieren. Komm schon, runter mit der Kappe.
was mache ich denn jetzt nur? Du brauchst dich für gar nichts zu schämen. Du bist ein ganz besonderes kleines Hündchen, ganz egal wie du aussiehst. Für dieses Problem gibt es nur eine einzige Lösung. Ist das denn sicher? Ja, ist es. Keine Sorge. Ich bin nicht so sicher. Los! Das ist großartig! Toll! Wow! Hier gibt's einfach alles. Einen Haarstyling-Bereich, Waschbecken, Wartebereich. Und das ist der Glitzerator. Hi, ich bin Fabia. Du bist aber schnell zurück, Gwen. Wir haben hier ein kleines Problem. Also da rufe ich besser meinen Onkel. Fabio! So, so. Was haben wir denn hier? Ich hatte einen Unfall mit... Schleim, du brauchst nichts weiter zu sagen. Ich habe schon alles Mögliche in Haaren kleben gesehen. Currysoße, Kaugummi, Schokolade... Wir hatten sogar schon mal zwei kleine Hunde, die aneinander festklebten. Und sie sind fröhlich hier rausgegangen. Jeder einzeln. Geh mal zum Waschplatz und wir sehen, was ich machen kann. Keine Sorge. Fabio ist ein Genie. Was Fabio Tolles aus unserer neuen Freundin gemacht hat. Mila! Du siehst toll aus. Willkommen in der Gruppe. Neues Haar? Traum wird wahr. Wir sind die VIP-Pets.